Hallo und schön, dass ihr wieder da seid hier beim School of Rec YouTube Channel. Heute haben wir ein spannendes Thema, nämlich die Frage Overdubbing oder die gesamte Band zusammen. Was ist die beste Methode, eine Band aufzunehmen? In den meisten Musikstilen ist es ja inzwischen eigentlich Standard, dass jeder Musiker einzeln aufnimmt. Normalerweise fangen die Drums an und dann kommen Bass, Gitarren, Vocals eins nach dem anderen drüber. Das heißt, jeder spielt für sich alleine ein. Das ist inzwischen eigentlich der Standard in der Musikproduktion geworden. Warum das so ist? Das hat natürlich auch große Vorteile. Wenn man einzeln einspielt, kann man viel genauer hinhören, ob derjenige, der gerade spielt, auch alles richtig macht. Und wenn man einzeln einspielt, ist es nicht so, dass wenn einer einen Fehler macht, dass alle nochmal von vorne anfangen müssen. Und man hat natürlich kein Übersprechen zwischen den einzelnen Instrumenten. In dem Moment, wo die gesamte Band im Raum steht, höre ich natürlich auf dem Mikrofon vor der Gitarre auch die Drums und auch den Bass. Das heißt, hier hat man die am besten getrennten Signale und kann sich am meisten darauf konzentrieren, ob die Takes auch gut waren. Dieses eins nach dem anderen einspielen heißt Overdubben. Aber Overdubben hat natürlich nicht nur Vorteile. Ein echter Vorteil, wenn die gesamte Band zusammen einspielt, ist, dass natürlich ein Groove zusammen entstehen kann. Und es gibt natürlich Bands und Musikstile, da passt das einfach nicht dazu, dass da jeder einzeln für sich einspielt. Da entsteht einfach am meisten Energie, wenn die gesamte Band zusammen in einem Raum ist. Wir beraten euch natürlich bei der Frage, was ist denn jetzt die richtige Recording-Möglichkeit für euch? Falls ihr euch dann entscheidet, dass ihr als gesamte Band zusammen einspielen wollt, würden wir sehr dazu raten, dass wir das bei uns im Studio machen. Klar, in so einem Fall ist die Raumakustik sehr wichtig. Und in dem Fall ist es natürlich auch wichtig, dass wir die einzelnen Schallquellen möglichst gut getrennt kriegen. Und das können wir natürlich bei uns im Studio besonders gut machen. Auch hier ist es wieder so, wir machen mit euch den Soundcheck, wir stellen mit euch alles ein. Und dann überlassen wir euch das Studio und ihr führt eure Aufnahmen selbst durch. Egal, ob ihr euch für Overdubs entscheidet oder alle zusammen einspielen wollt, wir finden auf alle Fälle die richtige Lösung für euch. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Kommentare habt, kommentiert hier bitte unter dem Video und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video.